und erstmal hallo Anna hier im Videocall. So ist es bei uns bei Klima vor 8 tatsächlich sehr, sehr viel. Wir hören und sehen uns nämlich immer nur über diese Videocalls oder meistens. Und nicht nur wir wollen uns alle unbedingt kennenlernen. Wir haben gesagt, es wäre auch schön, wenn die Menschen da draußen mal sehen, wer eigentlich hinter Klima vor 8 steht, und wollen ein paar Leute vorstellen, die hier mitgearbeitet haben. Und wir zwei fangen jetzt hier als Experiment mal an. Wir durften als Erste anfangen. Stell dich doch einfach mal am besten selber vor, Anna. Ja, mein Name ist Anna Wittmann. Ich bin freiberufliche Film- und Fernsehredakteurin und wohne ganz im Süden Deutschlands an den Bergen und freue mich jeden Tag bei Klima vor 8 tatsächlich dabei zu sein. Ich habe es gerade schon gesagt, also meistens geht es bei uns über einen Videocall. Also Klima vor 8 ist wirklich über ganz Deutschland verstreut, die Menschen, die da mitarbeiten. Und deswegen kennen wir uns alle auch nicht. Wie bist du denn hier eigentlich dazugekommen? Kanntest du jemanden schon oder wie ist es bei dir gelaufen? Ich habe einen Artikel über Klima vor 8 in einem Magazin gelesen und habe mir gedacht, was ist das denn für eine tolle Aktion, und habe einfach eine E-Mail geschrieben. Ich habe einfach geschrieben, hey, ich hätte Interesse, ich bin Journalistin, braucht ihr vielleicht noch jemanden? Und hatte das wahnsinnige Glück, weil das war schon im Februar, also da war die ganze Sache eigentlich schon relativ weit fortgeschritten, dass sie tatsächlich noch dringend Leute brauchten, gerade aus dem journalistischen Bereich. Und dann ging das ganz flott. Also ich bin dann wirklich, ich habe, glaube ich, eine E-Mail und 2 Tage später so ungefähr war ich schon dabei und habe mit euch gearbeitet. Genau. Sehr cool. Hast du auch Vorkenntnisse? Also ist das einfach ein persönliches Interesse oder bist du studierte Umwelttechnikerin oder sonst irgendwas? Nein, ich habe tatsächlich keinen fachlichen Hintergrund. Ich habe Geografie studiert, das hilft natürlich. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass das ein persönliches Interesse ist. Also ich mich eben auch in meinem Alltag, in meinem Beruflichen auch so ein bisschen immer damit beschäftigt habe. Aber mich jetzt eben gerade bei diesem Projekt extrem gefreut habe, mein berufliches Know-how und meine Leidenschaft für das Klima zusammenzubringen. Und das klappt auch echt sehr gut. Das ist super. Obwohl die Themen ja schon nicht ganz einfach sind. Was war denn eigentlich dein Thema? Also wo warst du redaktionell involviert? Ja, das war dann ganz klasse. Also ich habe eben diesen Anruf mit einem unserer Redakteure eben gemacht und der sagte dann, ja, was noch offen ist, ist das erneuerbare Energiengesetz. Und dann habe ich mir gedacht, oh, okay, also das ist jetzt erstmal, hört sich natürlich erstmal sehr trocken an und bin jetzt auch definitiv kein Fachmann für Gesetzgebung oder Ähnliches. Und dann ist das aber tatsächlich ganz schnell echt zu meinem Baby geworden, das muss ich wirklich sagen. Also ich habe mich da extrem dann auch reingestürzt, und was eben ganz toll ist bei Klima vor 8, ist die Mischung an Leuten, die wir dabei haben. Also da gab es eben schon so ein Team, das diese Sendung schon so vorrecherchiert hatte. Das war auch schon relativ weit entwickelt. Und da sind Leute dabei, Ingenieure und Ähnliches, die einfach so viel Ahnung haben und die ich immer fragen konnte. Und das Tolle finde ich eben auch einfach diese extrem offene und konstruktive Atmosphäre hier. Also das macht einfach total Spaß. Man fühlt sich nie irgendwie wie der kleine Dovi. Ja, so, sorry, ich muss jetzt nochmal nachfragen. Weil gerade bei so einem Gesetz ist es oft extrem komplex und kompliziert und eben auch entsprechend im Juristendeutsch, dass man eben vieles schlicht und einfach als Laie nicht versteht. Und das war extrem dankbar, diese Leute zu haben. Die haben wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit mich unterstützt, wenn ich wieder irgendeine Frage hatte. Und das hat auch einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten und eben das so weiterzuentwickeln, Schritt für Schritt. Was bedeutet es eigentlich, so einen Beitrag zu schreiben? Also kannst du da so ein bisschen einen kleinen Eindruck geben? Als ich dazu kam im Februar, war es so, dass da stand schon ein Manuskript, das war aber noch sehr wissenschaftlich eingefärbt. Und dann war eben meine Aufgabe, das Ganze journalistisch, redaktionell fürs Fernsehen aufzubereiten. Und das Tolle war eben, dass ich ganz viel Unterstützung hatte aus dem Team. Da haben Ingenieure eben mir immer wieder gesagt, nee, so kannst du das nicht sagen, das stimmt so nicht ganz. Da muss man wirklich manchmal auf jedes Verb achten. Also das ist wirklich echt komplex, wenn man eben so ein wissenschaftliches Thema eben einfach und interessant umsetzen will. Und das war eben auch die Herausforderung und das war toll. Und da haben dann eben nicht nur, genau, dann haben wir es eben weitergereicht, auch in der Redaktion, da haben die Moderatoren mit drauf geguckt, dann die anderen Redakteure mit drauf geguckt und also eben nicht nur 4 Augen, sondern 8 im Zweifelsfall, damit man wirklich weiß, die Sache ist rund. Und so wurde das dann einfach eben immer mehr so zu meinem Baby, weil man wirklich mit jedem Wort irgendwann hat man sich abends auch nochmal Gedanken gemacht und wie könnte ich nochmal, und vielleicht ist es doch so besser formuliert, und nochmal aufgestanden aus dem Bett und es nochmal umgeschrieben. Also da wirklich ist man wirklich zusammengewachsen sozusagen mit dem Text, und bis es dann zum Schluss eben an die Wissenschaftler gegangen ist, die eben dann nochmal drauf geguckt haben. Wir haben uns dann noch externe Leute gesucht, die wirklich absolute Fachleute dafür sind, für die Themen, damit das einfach total wasserfest ist, das Thema. Und dann stand irgendwann der gute Text. Wie war das ganze Thema für dich emotional? Also du hast schon gesagt, so dein Baby und die Textentwicklung, aber
Wie war es im Endeffekt für dich, hier mitzuarbeiten? Ja, das war wirklich interessant. Also am Anfang war das eben so ein bisschen so, ah ja, trockenes Thema, ein Gesetz, schauen wir uns das mal an. Und dann habe ich eben angefangen, mich einzulesen und habe auch tatsächlich oft da gesessen und gedacht, ey, ich verstehe es einfach nicht, verdammt, ja. Was haben die da jetzt schon wieder geändert und was soll das? Und ich weiß, dass ich dann immer mehr reingekommen bin und meine Kollegen eben bei Klima vor Acht, mit denen ich da auch zusammengearbeitet habe, immer wieder gefragt habe, ja, aber warum machen die Politiker das denn? Was bezwecken die denn damit? Ja, nee, weiß man nicht. Ich sehe, wie weiß man nicht? Also die müssen doch, also mich hat das irgendwann richtig gepackt und richtig aufgeregt, ja, weil ich mir gedacht habe, so, was tun die denn da? Was denken die sich denn dabei? Also, dass ich so richtig, also weil ich eben bei vielen, wir sagen das ja auch in unserer Sendung, dass man eben bei vielen Dingen das Gefühl hat, hey, das fördert doch die Idee jetzt nicht richtig. Das gibt dir der Energiewende jetzt keinen irgendwie Anschub, sondern eher im Gegenteil, es hemmt, ja. Also was zur Hölle denkt ihr euch dabei? Und das war schon interessant, also dass ich da wirklich richtig emotional, auch manchmal richtig sauer war. Und das also wirklich so, das ist mir sehr ans Herz gewachsen, dieses Thema. Und eben ich da wirklich innerlich so das EEG verteidigt habe. Ja, so das kann doch wohl nicht sein und jetzt macht mal. Also daher bin ich tatsächlich auch inzwischen sehr aufmerksam, sobald es in der Presse ums EEG geht und lese immer alles ganz genau und lese nach und hoffe eben natürlich auch, dass sich da bald wieder ein bisschen mehr tut, also dass es wieder verhandelt wird. Und werde da definitiv jetzt auch genauer hinschauen. Also da bin ich jetzt echt drin in dem Thema. Und wer weiß, wenn ich irgendwann mal ein Haus habe, setze ich mir bestimmt auch eine Photovoltaikanlage oben drauf. Also ich bin jetzt echt engagiert. Sehr gut, das finde ich super. Sagst du jetzt im Nachhinein, wo du die anderen Themen gesehen hast, Mensch, ich hätte viel lieber drin gemacht oder bist du voll froh, dass du EEG hattest? Ich bin tatsächlich echt froh, dass ich das EEG bekommen habe. Und zwar vor allen Dingen daraus, weil ich super interessant fand, wie parallel sich die politische Welt quasi so entwickelt hat. Das war ganz interessant. Im März war ja diese Affäre, die Lobbyisten-Affäre der CDU. Und plötzlich stellte die SPD sich hin und sagte, nee, wir wollen jetzt nicht über das EEG verhandeln, wir wollen erstmal wissen, was da los ist. Und dann plötzlich war dieses abstrakte Gesetz, was ich da gerade beschrieb, war plötzlich eben tagesaktuell. Und das fand ich total interessant. Ich habe einfach einen ganz neuen Blick auf so Gesetzgebungsverfahren bekommen, wo ich mich vorher, klar, man weiß, das funktioniert irgendwie, aber man beschäftigt sich da im Detail nicht mit. Und das fand ich total interessant, wie plötzlich eben so das, was da so an meinem Schreibtisch passierte, auch irgendwie in der Bundespolitik aktuell war. Also daher, das fand ich total interessant. Und wobei auch die anderen Themen, glaube ich, mich total interessiert hätten. Also ich glaube, dass man wächst da so rein, man begeistert sich da so für. Genau, das ging mir auch so. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja genau wie du relativ spät dazugekommen. Da waren die Themen ja schon ausgewählt. Und was mir nur so unglaublich aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, ist, dass man sich echt überlegt hat, Wahnsinn, also auf was für Themen die jetzt im Endeffekt gekommen sind. Und man hat so gemerkt, dass man so viele andere Themen noch machen könnte. Ging dir das auch so, dass du irgendwie das Gefühl hattest, das ist fast wie ein Fass ohne Boden und man ist einerseits total begeistert, weil man denkt, weiter, weiter, weiter und andererseits denkt man sich unglaublich, was man da eigentlich alles aufholen muss, weil man ja selber merkt, wie wenig man so in der Tiefe kann. Klar, genau, da sind so viele Themen draußen. Umso nötiger ist es, dass das einfach regelmäßig darüber berichtet wird, damit einfach auch viel mehr Leute noch was davon wissen. Also ich finde, das bestätigt eigentlich nur so die Idee von uns. Ja, so bitte lasst uns drüber reden. Und genau, wir müssen weitermachen. Das ging mir ganz ähnlich und ich habe auch gedacht, egal wie das jetzt ausgeht, also wir haben ein paar Themen auf jeden Fall schon behandelt. Ich hoffe, da gehen ein paar Leute auch wirklich jetzt schon schlauer nach Hause oder raus. Und vor allem muss man sagen, gehen wir alle ja schon schlauer nach Hause. Also es ist ja schon eine nicht gerade kleine Gruppe bei Klima vor Acht. Ich bin immer wieder fasziniert, wo dann immer Leute hochkommen, die man noch gar nicht davor gesehen hat. Und dann denkt man sich, ey, ach krass, kenne ich auch noch nicht. Es gibt ja unsere Redaktionsgruppe, es gibt aber dann auch ganz viele andere Gruppen, die sich um Multimedia kümmern und um den Auftritt und Finanzen. Also das ist so eine ganze Liste von Gruppen. Ich habe immer noch nicht durchschaut, wie viele, muss ich ehrlich gestehen. Und da denke ich mir immer, wie cool, wenn diese ganzen Leute sich jetzt schon damit so befassen, dann sind wir, also gefühlt für mich, sind wir schon so ein Stück weiter. Ich bin da tatsächlich immer wieder begeistert, auch wenn ich das Leuten erzähle, so im Freundeskreis, hey, ich bin da jetzt, engagiere mich da und das ist immer, jeder ist von der Idee auch begeistert und ich finde es wahnsinnig inspirierend auch, die Leute, die hier arbeiten. Also weil das eben einfach so unterschiedliche Leute sind, aber eben so unheimlich engagiert. Also das macht mir so wirklich, wirklich Spaß, dass man sich eben immer wieder auch gegenseitig Input gibt. Da ist immer jemand, der motiviert ist. Ja, also das finde ich auch, dieses Level an Motivation, das jetzt seit Monaten, ja bald einem Jahr schon aufrechterhalten wird. Also ich finde das extrem beeindruckend und bin eben auch tatsächlich so stolz, dass ich da so meinen Teil jetzt beitragen kann. Also das ist echt richtig cool.
hat mir auch total Spaß gemacht. Ich bin auch so fasziniert, weil ja wirklich eigentlich keiner das hauptberuflich macht. Das heißt, jeder hat einen vollen Job. Du siehst irgendwie, die Hälfte der Frauen hat irgendwie die Kinder im Schlafanzug durchs Zimmer fetzen oder was auch immer. Und du merkst so richtig, hey, jeder schiebt das irgendwie noch in seine Freizeit mit rein. Und also wie viel manche Leute dann auch machen. Also wir haben hier jetzt auch eine verschwiegene Dritte bei uns, die jetzt hier gerade uns hilft bei der Aufnahme und alles. An dieser Stelle, Mareike, vielen, vielen Dank auch. Das ist auch so eine Seele, die im Hintergrund rumspringt und wo ich immer fasziniert bin, wie viel Zeit die dann aufwendet für diese ganzen technischen Sachen auch, die man ja gar nicht im ersten Moment so sieht. Und dass da alle so zusammenhalten, das finde ich auch wahnsinnig beeindruckend. Also es ist richtig schön, da ein Teil davon zu sein. Was wäre denn dein Traum, was hier erreicht wird mit dieser Aktion? Ja, tatsächlich statt Börse vor Ort, Klima vor Acht. Also ganz klar. Also ich finde, damit sind wir angetreten. Und wenn wir tatsächlich die ARD davon überzeugen, das umzusetzen, ich glaube, dann können wir uns also mehr als auf die Schultern klopfen. Also weil ich glaube wirklich, dass sich dadurch wirklich was bewegt, wenn die Menschen regelmäßig daran erinnert werden, hey, wir haben hier ein Thema, wir haben hier eine Krise und wir müssen was tun. Und ich glaube nur, dass dadurch, ich glaube, es geht ganz viel um Bequemlichkeit, ne? Dass die Leute halt einfach ja nicht drüber nachdenken müssen oder nicht drüber nachdenken, es ist so weit weg, hier in Deutschland scheint die Sonne, ist doch alles wunderbar, aber dass das halt wesentlich komplexer ist und vielfältiger und dass man eben wirklich jeder auch in seinem kleinen Umfeld was tun muss, ich glaube, das kommt nur an, wenn man wirklich regelmäßig daran erinnert wird und regelmäßig sich damit auseinandersetzt und da sind die Medien einfach das A und O, also daher glaube ich, dass wir da wirklich was Gutes tun und ja, das Ziel wäre, ganz klar, wie der Name schon sagt, Klima vor Acht, vor der Tagesschau. Das wäre auch mein großer Traum, bin da voll bei dir. Würdest du sowas gerne auch hauptberuflich machen? Also könntest du dir vorstellen, Klima vor Acht hauptberuflich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich echt Blut geleckt habe. Also es ist so, dass ich eben gerade, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich so ein bisschen immer davon geträumt habe, so meine persönliche Leidenschaft für die Umwelt mit meinem Beruf zu verbinden. Und jetzt ist eben tatsächlich gerade Tool und das ist toll. Also ich finde das großartig, ich stehe da total drauf, eben so diese komplexen Klimathemen so lange dran rumzuarbeiten, bis ich es wirklich so runtergebrochen habe auf irgendwie einfache, aber schöne Sätze oder schöne Sendung. Und ja, definitiv. Also ich finde es toll, wenn sich's irgendwie weiterentwickelt oder wenn wir alle dabei bleiben, am besten so, wie wir alle beisammen sind, die große Klima vor Acht Familie, schauen wir mal. Aber ich finde es toll, wenn es in der einen oder anderen Art ich das irgendwann auch tatsächlich fest zu meinem Beruf machen könnte, definitiv. Ja, und ich glaube, wir haben wirklich gesehen, also es gibt nicht nur Themen en masse, es gäbe auch wirklich den Bedarf an vielen Leuten, die hier viel arbeiten, weil ich glaube, wir waren alle kurzzeitig so am Anschlag und haben irgendwie gedacht, um Gottes Willen, wie soll das jetzt noch weitergehen? Also es wäre Potenzial da, dass es jede Menge Arbeit für jede Menge Leute, für jede Menge Themen gibt. Und deswegen drücke ich uns jetzt ganz fest die Daumen, dass es hoffentlich lange, lange noch weitergeht und freue mich, wenn wir uns dann tatsächlich irgendwann mal in echt und in Farbe und live kennenlernen. Das fände ich wahnsinnig schön. Danke, dass du mir den Auftakt gemacht hast. Das wäre der Wahnsinn. Ich finde auch, also sich persönlich sehen ist ein ganz großes Ziel. Ich fände es auch schön, mal nicht alle mehr oder weniger regelmäßig abends um 8:30 zu sehen, weil das ist unsere klassische Arbeitszeit. Das wird irgendwann ein bisschen anstrengend für alle Beteiligten. Also ich fände auch, wenn man das so aufs nächste Level heben könnte, wäre es ein Traum. Aber bis dahin finde ich, ja, ich habe das Gefühl, das Engagement ist ungebrochen. Auch jetzt, die Sendungen werden ja gerade gezeigt. Das war eben Gott sei Dank nicht so ein Endpunkt, sondern eigentlich nur so ein Zwischenstadium. Und ja, es sind schon wieder tolle Ideen da hier. Auch das entsteht ja gerade neu. Also ich glaube, da ist noch so viel Potenzial in dieser Gruppe und so viel Ideen und Kreativität. Also wir müssen das nutzen und machen es weiter. Und ich find's toll und bin gern dabei. Sehr cool. Ich danke dir. Bis bald. Danke dir auch, Nida. Ciao. Danke. Das war unser erstes Gespräch und wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr über uns und unser Team wissen wollt oder einfach eine konkrete Frage habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare und wir werden unser Bestes tun, eure Fragen zu beantworten. Also gerne einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und ihr werdet nichts mehr verpassen.